Hallo ihr Lieben und willkommen zur vielleicht letzten Folge Firewatch. Sehr ereignisreich beim letzten Mal gewesen und mal gucken, wie es heute weitergeht. Wir müssen uns selbst evakuieren, da ja die Hütte im wahrsten Sinne des Wortes brennt. Beim letzten Mal haben wir gesehen, dass sich dieses Feuer immer mehr und immer mehr ausbreitet. Und jetzt wollen wir noch mal gucken, ob wir es schaffen zur Evakuierungsseilbahn nach Norden. Ich glaube, wir waren auch schon mal gewesen. Wir haben eben, beziehungsweise beim letzten Mal, für mich eben, für euch beim letzten Mal, noch dieses Versteck gefunden von dem Dude, der uns hier doch so ein bisschen Probleme gemacht hat. Und der gesagt hat, dass nur er uns überwacht hat, was auch irgendwie merkwürdig ist, weil diese Überwachungsstation, diese eingezäunte, passt nicht so ganz dazu. Aber okay. Und ja, dem sein Versteck haben wir jetzt gerade noch gefunden und noch die ganzen Protokolle und jetzt schauen wir, dass wir hier irgendwie am Stück dem Ganzen entfliehen können, rauskommen, wie auch immer. Mal gucken, ob wir das schaffen. Und uns nicht vorher sinnlos verlaufen. Achso, das ist jetzt hier wieder. Komm runter da. Lass mal auf die Karte gucken. Wander zur Evakuierung nach Norden. Genau, da oben steht's auch schon. Ich erst mal schauen nach West. Nee. Da bin ich. Genau. Nach Westen. Durch den Canyon. Und dann da hoch. Ja, sollten wir hinkriegen. Den lassen wir. Achso, Quatsch. Gucken, ob wir das schaffen oder ob hier noch irgendwas Unvorhergesehenes uns erwartet. Oh. Relieved that there's no evidence of us starting that fire. Relieved that we're not crazy. That there wasn't some conspiracy. But I'm not. He was a sweet kid. With a shitty father who hid out here like a coward after dumping him in a hole. Lila, I think it was an accident. And I don't think Ned meant to kill him. We don't know what happened for sure. Ned wanted his son to be able to climb and do the sorts of things he did himself, but Brian couldn't. And how'd that turn out, Henry? I'm sorry. God, it would have been so easy to tell the truth and have him sent home. I can't stop thinking about it. You didn't do anything wrong. Yes, I did. And now I've got to decide whether I tell people that he's down there so they can retrieve the body or not. And if I do, I'm going to be asked about Ned Goodwin. Dee? Oh, fuck. Is that a helicopter? Yeah, hold on. Hey! No, there's one more. Yes, here, yeah. Yeah, he's coming. Okay, 1 second. Hey, they're here, but they're making rounds. They'll come back. I think I'm gonna go with them. Yeah, that's a good idea. Yeah? It's dangerous here, and if anything were to happen, then that would be on me, so. Yeah, you're right. Yeah, you sure that's okay? I said it was. All right, I should go. Have a safe flight. All right, have a safe hike.
Jetzt sind wir ganz alleine hier. Stelle schon wieder irgendwie die falsche Stelle erwischt habe, deswegen gucke ich lieber nochmal nach. Sicher ist sicher. Safety first. Komm schon, schaffst du. Guter Mann. Die Musik macht mich ein bisschen nervös. Also eigentlich mag ich so Stimmung, aber... irgendwie... ich weiß nicht.
Hey, I'm at the evac spot near the ravine. Delilah, are you there? Delilah? Hm. Na nö. Hm. Ah, jetzt bin ich an ihrem Tower. Ah, okay, verstehe. Is anybody there? Hi. Yeah, it's me. I'm back at the staging area near the trailhead. I think I see your truck. Red? Colorado plates? Yeah. It's a piece of shit. Hey. Well, yeah. I think there might be a raccoon living in it. Make sure he's comfy, I guess. Hey, it shouldn't take long for the helicopter to reach you. Okay. There's a debrief in a situation like this. Lots of questions. Ah, shit. So, taking stock, we found out an old lookout killed his only son and decided to become a lonely hermit. Yes. And we prevented one fire? Basically started another. Okay, so that's a wash. Oh, I'll have to figure out what I'm doing every summer from now on that isn't this. You're not coming back? No. And you'll have to... I don't know. Yeah, me neither. I don't know what's next. Tell you what, why don't you choose for me and I'll choose for you? All right, sure. Maybe... Hey, God. You could come back to Boulder with me and figure it out down there. Just a thought. You don't want me down there. Well, I just asked you. Look, I've got some things to do in Casper, and maybe I'll head south sometime after that. I could come by, sure. Okay. So, what about me? I think you should go to Julia, and then you can figure it out. Maybe put that typewriter to good use. Give me a sexy accent or something if you write about this. I, yeah. You gotta go see her. Yeah, sure. Henry, I... Look, you came out to put your memories behind you, and they're still right there in front of you. She won't even recognize me, Delilah. You're not just going for her. You don't know what it's like. Bad things happen, okay? And you have to find a way to contain the damage. A good way. Well, hopefully I can figure out a way to do that. Yeah, I hope so. God, this got dark. Oh, shit. Sorry. There's the helicopter. Good. They'll land back where you hiked up. Good luck, Henry. You too. Good luck. You
himself. Bye, Hank. Das war komisch. Aber ja, meine eine Antwort war auch nicht so toll. Gebe ich auch mal echt zu. Das war, naja. Egal. Okay. Das war ein merkwürdiges Ende. Sehr geile Musik. Ja, willkommen zum Ende von Firewatch. Ein sehr abgefahrenes Spiel. Also ich werde es für mich selber auf jeden Fall nochmal durchspielen. Weil ich auf jeden Fall wissen will, dieser große Sprung, den es einmal gab, irgendwie von 30 Tagen auf paar 70 auf einmal, das hat mir nicht so ganz gefallen. Und mir fällt auch gerade ein, ich habe vergessen, Fotos zu machen. Hätte ich vielleicht auch machen sollen. Und ich weiß nicht, das ist... Ach, da sind meine Fotos. Ach so. Okay. Gut. Ja, auch das mit Delilah irgendwie, ich weiß es nicht, ich kann es gerade nicht in Worte fassen, aber es war alles ein bisschen merkwürdig, aber merkwürdig im positiven Sinne. Hank hat ein Selfie gemacht oder was? Sehr geil. Nee, im positiven Sinne, also sehr, sehr gutes Spiel, ich kann es euch wirklich empfehlen. Es ist eine coole Reise irgendwie und es macht auf jeden Fall Spaß. Ich weiß, es hört schon nach einem Aber an. Ja, genau. Mit dem Dinosaurier spielen, sehr cool. Ich weiß nicht. Ein kleines bisschen fehlt mir gerade irgendwie. Ich weiß nicht, wo ich es einordnen soll. Wieso habe ich schon ihm ein Foto? Ich lasse mich schon von dem Foto ablenken. Nein, also. Okay, jetzt. Zusammenfassen. Firewatch, sehr cooles Spiel. Ich glaube, mit den Entscheidungen und den Funksprüchen mit Delilah, die man austauscht, kann man noch viel steuern, beziehungsweise noch andere Sachen irgendwie sehen oder erleben oder wie man es auch immer nennen mag. Ich schaue es mir auf jeden Fall nochmal an und werde dann auch dementsprechend Bericht erstatten. Ich melde mich dann zum Rapport. So, jetzt gucken wir mal, wo wir hier noch. Kommen wir wahrscheinlich nur zum Menü. Und wie soll ich sagen? Wieder eine weitere Kerbe an meinem Gamerbett. Firewatch zu Ende gespielt. Und dann schauen wir mal, was wir als nächstes spielen. Schon so eine Idee. Und da wird es auch demnächst auf meinem Twitch-Channel was geben. Link natürlich wie immer in der Beschreibung. Oder in der Beschreibung. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall bei Stardew Valley wieder. Und bis dahin, bleibt geschmeidig. Also, macht's gut. Bye, bye.